Und damit hallo und willkommen zurück zu FIFA 17 Karriere mit dem SV Werder Bremen. Heute geht es gegen den FC Köln. Das letzte Spiel gegen Hertha konnten wir für uns entscheiden. Wir sind punktgleich mit dem Tabellenfünften, momentan sechsten, dem Wolfsburg. Oh, gut gedeutscht. Sind wir gut gedeutscht hier wieder. Ich würde sagen, wir lassen die Mannschaft genauso. Kruse kommt wieder von Anfang an. Oh Mann, wir müssen echt gewinnen hier. Wir müssen vor Wolfsburg. Hat mich gerade noch gejuckt. Hey, könnte nicht einfach anfangen, wenn ich gerade hier am Kratzen bin. Mein Auge kratzt. Juckt. Da, seht das nochmal. Wir sind siebter momentan punktgleich mit Wolfsburg. Tordifferenz auch genau gleich. Das heißt, selbst wenn jetzt Wolfsburg gewinnen würde und Wolfsburg gewinnt nur 1-0 und wir gewinnen 2-0, dann wären wir Tabellensechster. Das wäre so nice. Wir setzen wieder auf Konter. Das hat letztes Mal gut geklappt. Und gucken, was wir da heute beim FC Köln mal reißen können. Im Rheinenergiestadion. Oh. Da ist Risse. Ah, Bauer passt aber gut auf. Der macht echt eine super Saison. Bin ich echt zufrieden mit Bauer. Ah, da ist Knapri. Schön. Ah, die Flanke ist zu weit und die fängt Horn. Ja, das ist kein Problem. Oh, schade. Hätten wir mehr draus machen können. Oh, das Kopfballduell gewonnen. Schön, dabei bleibt bei uns in den Reihen. Das ist nice. Oh, Kruse jetzt mal auf den Außen. Ah, will da Knapri anspielen. Nein. Das hätte ich gleich sagen können, dass das nicht klappt. Ah, Modest passt da gut auf. Spielt da gut mit. Das will ich so nicht nochmal sehen von dir, Modeste. Oh, schlechter Pass. Falls ihr das Piepen hört, das ist die. Na, sagt's mir. Ah, schon wieder zu nah. Horn. Schade, hätten wir aufpassen müssen. Na, Mikrowelle war's. So, jetzt habe ich. Jetzt fällt mir auch wieder der Name ein. Mikrowelle. Kruse ist da. Bisher haben wir das eigentlich ganz gut im Griff. Fitness, da weit hinten. Kam ja von Hamburg, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Hat aber im echt bei Köln, glaube ich, auch nicht so den Durchmarsch geschafft. Gut, Modest ist auch diese Saison einfach souverän, also Hut ab. Ich glaube sogar momentan eine Torschützenliste gleich mit Aubameyang oder sogar eins mehr. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall überragend. Ah, jetzt kommen wir mal da durch. Ah, schade. Da wollten wir es zuspielerisch leisten. Ah, nee. Okay, Risse wieder auf dem Vormarsch. Der lässt uns da. Oh, schön aufgepasst von Krilic. Schade. Da hätte er besseren Pass spielen müssen. Knapri, Bauer jetzt. Schön. Ah, jetzt Knapri. Oh, schade, kriegt den Knapri nochmal. Ja, schön. Bleibt doch bei uns. Bauer, Milosevic. Ah, wir haben ihn noch. Okay, wir setzen Köln gut unter Druck momentan. Seitenwechsel zu Bauer. Jetzt fehlt ein bisschen die Anspielstation. Nice. Da ist Knapri. Ach, schade, kriegt den Pass nicht an. Oh, dann wollten wir schön durch die Beine spielen, haben wir mal gedacht. Doofe Idee. Das Kopfballduell haben wir jetzt verloren. Oh, Hernandez da arg weit vorne. Ach, schade. Da hätten wir den Ball fast wieder gehabt. Schöner Seitenwechsel von Köln. Aber nicht mit Bauer. Och, Bauer, schlechter Pass. Ah, gut aufgepasst. Ah, Sané. Ah, fehlt jetzt wieder ein bisschen die Anspielstation. Schön.
Oh! Kruse, schade, kriegt den Ball dann nicht. Da ist wieder Bauer. Na, müssen wir nochmal hinten drum. Gnabry. Kruse. Ah, nee, 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 nee. Das war ein bisschen zu einfach, schade. Jetzt müssen wir aufpassen auf Konter. Aber Sané, nice. Ja, Sané wird wahrscheinlich nie wieder so eine Saison spielen. Na, wieder Bauer. Uhuhu, Gnabry. Ach ja, jetzt wollen wir es aber zu spielerisch hier. Wir spielen im Strafraum einfach ein bisschen zu lapidarisch. Das bricht uns wahrscheinlich wieder das Genick später. Ich sehe es schon kommen. Hm, Hector da jetzt mal am Ball. Gegen Kruse. Oh, setzt sich da durch. Da hat er uns vernascht. Da hat er uns echt vernascht. Der deutsche National. Oh, schade. Ah, Köln macht das. Das war ein Fehler von uns. Rudnes. Oh, Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit 0-0. Puh, ein sehr spannendes Spiel momentan, würde ich sagen. Wir gucken hier mal. Spielt Wolfsburg, bin ich blind? Augsburg, Mainz, Leipzig, Schalke, Freiburg, Hertha. Nee, 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 die spielen nicht. Ach Gott, ach Gott. Haben aber auch noch nicht gespielt, das heißt, die spielen sonntags. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Egal wie, wir müssen das Spiel gewinnen. So, Gebre Selassie. Lars Johansson. Junusovic. Oh, Kruse, nochmal auf Junusovic, schade. Weiß auch nicht, warum er da nicht hochspringt zum Kopfball, aber gut, aber gut, aber gut. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, da ist Rausch. Aber Grilic macht das stark. Wieder Grilic. Oh, Kruse. Oh, komm schon, komm, komm. Oh, Gnabry, Gnabry. Gnabry! Oh, Tor, 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 Tor. Oh, geil. 1-0, nice. Ich hab gedacht, er verkackt schon wieder. Ich hab's gedacht. Oh, aber da auch schön am Trikot gehalten, also. Eieiei, jeder Kölner schmeißt sich da rein. Puh. Das war sein 5. Bundesliga-Tor. Nice. Ja, Gott sei Dank. Ah, ich hab's wieder gedacht, toll. Chancentod, Chili ist wieder da. 1-0, jawohl. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wir müssen halt auch gewinnen, um in die Europa League zu kommen. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Oh, der war zu weit, ja. Aber wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Nice. Schön. Ah, da ist Bauer. Bauer macht das schön mit. Oh, der ist zu weit für Gnabry. Schade, den kann er nicht kriegen. Schade, schade. Schokolade. Oh, yes. Und? Ah, Modest wieder. Gehen wieder in Kopfball. Da waren wir aber auch ein bisschen zu spät dran. Rudnes verliert den Ball. Nice. Oh, schön. Johansson. Johansson. Nice, macht es 2-0. Nice. Yes. Jawohl. Schönes Ding. Echt nice. Puh, 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 puh. Mm, wir wechseln jetzt mal aus. Mm, Gnabry bekommt seine Pause. Dafür kommt, ich muss sagen, keins. Genau, es wird Hajrović für Grilic kommen. Und wir bringen unseren Jungstürmer Dahlberg für Kruse. Kruse leider in den letzten Spielen nicht so effizient. Ich weiß auch leider nicht warum. Aber der wird auch wieder kommen. Nice, wir führen 2-0. Das war beruhigend. Das ist schon mal echt gut. Vielleicht wird es auch endlich mal ein Spiel ohne ein Tor. Gegentor. Wie schön wird das? Ja, aber wir sagen das lieber mal nicht so laut, weil wir wissen ja, es geht schnell. Okay. Da ist Hajrović am Ball. Das war nicht so ein guter Pass. Ah, Dahlberg verliert da den Ball. Aber Junusovic passt da gut auf. Okay. Oh, schade. Hajrović verliert da wieder den Ball. Wir stehen aber diesmal gut hinten. Wir stehen gut hinten.
Das ist nice. Olkowski da auf Risse. Modest, aber er kann den Ball nicht halten. Gewagter Pass da gerade. Wo kriegen wir den? Den kriegen wir. Schade, aber Einwurf. Nice. Nächstes Spiel. Zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim. Okay. Johansson zieht einfach mal ab und es gibt Eckball. Schade. Geblockt. Unsere Paradedisziplin hier wieder. Kommt schon. Och, schade. Abstoß. Schade. Aber endlich mal Kopfball von uns aufs Tor. Ich werd verrückt. Oh, wir verlieren wieder das Kopfballduell, aber wir haben den Ball. Da ist Johansson. Dann nimmt Hajrović damit. Ah, den kriegt Dolberg nicht. Das war ein Schippe-Pass. Schippe-Pass. Ah, Modest gewinnt wieder das Kopfballduell. Modest ist halt auch ein Kopfballungeheuer. Aber nice, wir haben ihn. Ja, nice. Kriegen wir den nochmal? Schöner Pass. Und. Nein, ich hasse es. Ich kann doch keine Elfmeter. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen. Der ist zu fest, hä? Oh Gott, ach Gott, oh yes. Ich glaube, ich muss die Elfmeter rauskappen. Kann sich ja keiner angucken. Mist. Oh, das haben wir endlich mal gewonnen, den Kopfball. Ah ne, das war jetzt zu einfach. Das war zu durchschaubar. Aber nice, wir holen den Ball wieder. Nein, okay. Da wollte ich zu viel,85 Minuten sind durch, das ist schon mal gut. Steht immer noch 2-0. Wir setzen David Duisburg auch unter Druck. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Jetzt müssen wir aber dran, Hector. Ah, schön von Gebre Selassie. Und noch ein Ellenbogenschlag hinterher. Ja. Da muss Dolberg früher loslaufen. Oh, den kriegen wir. Da ist das 3-0 Johansson. Nice, yes. Schön gespielt. Ich hatte gerade schon wieder ein bisschen Angst. Oh, schönes Ding. Hier. Dolberg schön auf Johansson. Und Batz. Nice. Das war ein schönes Ding. Es war echt ein schönes Ding. 3-0. 90. Minute ist angebrochen. Das ist doch schon mal positiv. Wir gewinnen das Spiel. Lalalala, aber hoffentlich auch ohne Gegentor. Wir müssen jetzt hier die letzten Minuten noch ein bisschen konzentriert sein. Das wäre so nice ohne Gegentor. Kriegt er den noch? Nee, den kriegt er nicht mehr. Nice. Und da pfeift er ab. 3-0. Nice. Yes. Wichtiger Sieg für Europa. Huiuiui. Null Schüsse. Spielt uns in die Karte. Wir hatten mehr Ballbesitz. Zweikämpfe haben wir mehr gewonnen. Schussgenauigkeit, Passgenauigkeit. Okay, könnte man noch ein bisschen verbessern, die Passgenauigkeit. Aber schön war's. Huiuiui. Gladbach für 2-1 gegen Augsburg. Bayern klar 1-0. Okay, wir sind Tabellensechster. Nice. Und wir spielen doch mal gegen Hoffenheim, den 5. Dann überspringen wir mal den Sonntag. Gucken. Yes. Wolfsburg hat verloren. Und wir sind 3 Punkte jetzt vor Wolfsburg, 2 Punkte vor Frankfurt. Nice. Unsere Stile sind gefährdet, die Ball sind spezifisch. Ja, man weiß nicht, dass die gefährdet sind. Ich habe schon 180 Mal entschuldigt. Okay, er möchte über sein Gehalt reden. Nö. Doch, wir gucken gleich mal nach seinem Gehalt, würde ich sagen. Ja, hier ist halt leider ein bisschen arg mau. Die Ziele müssen wir in der nächsten Saison auf jeden Fall besser im Auge behalten. Das haben wir ein bisschen, ja, habe ich verkäselt. Eindeutig. Ach Mist, das ärgert mich immer noch, ehrlich. So, er mag mein Geld, dann gucken wir mal, wo er ist. Wir gehen mal hier auf Verträge und geben dann mal. Das sieht eigentlich auch soweit alles gut aus. Wo ist er denn überhaupt? Wo bist du, mein Freund? Hallo, da bist du. Kriegst du schon 25? 30 willst du?
Okay, 30 kriegst du. Und natürlich wichtiger Stammplatz. Ja, das so lassen wir das. Wie sehen so die anderen Verträge aus, wenn wir gerade schon mal hier sind? Thunder, okay, verlängern wir nicht. Sternberg verlängern wir nicht. Wolf verlängern wir nicht. Fritz verlängern wir nicht. Garcia Vertrag. Ah, ja, Garcia hat den Vertrag abgelehnt, richtig. Wir können aber vielleicht nochmal 2 Jahre. Hier kriegst du 32 und bist wichtiger Stammspieler. Ist zwar gelogen, aber weiß ich ja nicht. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, haut da rein, bis dahin und tschüss.